beim Dua-Light-Effekt geht es darum, dass man ein Motiv von zwei unterschiedlichen Lichtquellen mit einer unterschiedlichen Farbe anstrahlen lässt. Am besten nimmt man dafür ein Motiv, was einen schwarzen Hintergrund hat und das Motiv im Vordergrund eventuell sogar schwarz-weiß ist. Und dann fügt man nach der Reihe zwei verschiedene Lichtquellen zu. Die Lichteffekte wollen wir mit einer Verlaufsebene erstellen. Dazu gehen wir zu den Ebenen und wählen hier unten bei Neue Misch- oder Einstellungsebene erstellen die Verlaufsebene aus. Standardmäßig geht die von schwarz auf transparent. Wenn wir hier im Verlauf hineinklicken, sehen wir, wir haben hier schwarz zu transparent. Wir können hier einfach die Farbe ändern, indem wir auf das Farbsymbol klicken. Wir wählen eine Farbe im eher helleren Bereich und können jetzt schön auswählen, welche Farbe wir haben wollen. Hier würde so ein Pink relativ gut passen. Ich bestätige mit OK. Wir können hier jetzt natürlich noch anpassen, wie weit das Ganze ins Bild hineingehen soll. Ich möchte aber ungefähr bei der Mitte auch den Verlauf dann zur anderen Farbe haben. Deswegen bestätige hier mit OK. Und im nächsten Schritt schauen wir uns noch den Winkel an. Bei Porträts sieht es sehr gut aus, wenn man von links und von rechts eine eigene Lichtfarbe reinlässt. Bei diesem Bild würde die Lichtwelle von unten nach oben in so 50 Grad gut aussehen. Bestätige mit OK. Und damit das Ganze auch wie ein Lichteinfall aussieht, müssen wir einfach noch den Modi hier bei Ebenen auf Farbe ändern. Damit wäre die erste Lichtquelle erledigt, kümmern wir uns einfach noch um die zweite und die funktioniert zum Glück genauso. Wir fügen hier wieder eine neue Verlaufsebene hinzu. Ich bestätige jetzt aber gleich, also den Winkel setze ich diesmal von oben nach unten. Ich bestätige jetzt gleich mal mit OK und gebe auch dieser Ebene den Modus Farbe. Jetzt kann ich in der Vorschau direkt sehen, wie das Ganze aussieht. Mit einem Doppelklick wieder in die Ebene komme ich zur Verlaufsfüllung. Und hier bei Verlauf kann ich mit einem Klick auf die Farbe auch diese wieder ändern. Ich nehme eine aus dem hellen Bereich. Seht, wie das Ganze schon im fertigen Bild aussehen würde. Und kann jetzt eine beliebige Farbe wählen. Von grün zu blau. Hier würde ein relativ dunkler blauer Ton schon sehr gut passen. Okay, bestätige, okay, okay. Und schon haben wir unseren Dual Color Effekt erstellt. Einen noch schöneren Effekt erzielt man, wenn hier der Hintergrund wirklich schwarz ist. Das kann ich zum Beispiel erreichen, indem ich eine eigene Ebene hinzufüge, und zwar die Gradationskurven. Und hier bei den Eigenschaften möchte ich einfach die dunklen Töne noch dunkler haben. Jetzt sehe ich, dass der Hintergrund wirklich schwarz ist. Und wenn ich jetzt wieder das Ganze unter meine Ebene ziehe und mir diese wieder anzeigen lasse, dann sehe ich, hat der Dual Color Effekt sogar noch mehr Wirkung. Als Übungsbeispiel ist dieser Totenkopf verlinkt. Ein klassisches Beispiel mit schwarzem Hintergrund und einem hellen Motiv. Und auch hier können wir einmal als Lichtwelle hier zum Beispiel dieses Rot erscheinen lassen, was so schon ganz gut aussehen würde. Aber für den Dual Light Effekt können wir die andere Seite auch mit einem blauen Licht erstrahlen lassen, dass diese eine leichte, kühle blaue Farbe hat. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.